So schön wie früher. Ja, schöner noch ist hier im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns. Inmitten und links und rechts, östlich und westlich der mecklenburgischen Schweiz. Eine landschaftliche Region von unglaublich schönen Reizen und vielen kulturhistorischen Entdeckungen. Kein Wunder ist es, wenn Menschen hier ins Schwärmen kommen. Kein Wunder auch, dass schon früher, 1811, der weit gereiste Erbprinz Georg und Schweizverehrer bei Burg Schlitz nordostwärts übers Land, übers Malchiner Becken schaute und begeistert ausrief: Eine Schweiz in Mecklenburg. Seit dieser Zeit steht der Begriff Mecklenburgische Schweiz für ein einmaliges Landschaftsgebiet von Krakau am See über Teterow, Malchin bis Neukahlen und Dagun und umfasst heute als touristische mittelmecklenburgische Region auch die reizvollen Landschaften im Gebiet der Nebel und des Warnow-Durchbruchtales sowie die vorpommersche Flusslandschaft. Ein großer Stein wurde hier herausgebrochen, hier in der mecklenburgischen Schweiz und auch in anderen einzigartigen Landschaften. Aus 32 Ländern der Erde kamen die Steine nach Bern, symbolisch die schönsten Landschaften der Welt verkörpernd. So erfuhr 1992 die mecklenburgische Schweiz ihre besondere Anerkennung im Buch der Schweizen. Diese herrliche Landschaftsregion wurde in das Ensemble der Schweizen aufgenommen. Und ein roter Granitstein vom Rötelberg befindet sich jetzt in einer der 5 Skulpturen Schweizen in aller Welt, das Gleichgewicht der Dinge, vor dem Berner Bundeshaus. Ja, ein anmutiges, doch sehr lebendiges, erlebnisreiches Land, das von vielen geliebt wird. Bedeutende Persönlichkeiten überlieferten in diesem Sinne ihr künstlerisches Credo. Fritz Reuter, der bedeutendste niederdeutsche Dichter aus Staffenhagen, hinterließ uns die Mecklenburger Urgeschichte, deren erstes Kapitel so oft und vergnüglich zitiert wird, wenn es da heißt: Als uns Herrgott die Welt erschaffen deit, fung hab ich Mecklenburg an und Wursten von der Ostsee sieht her. Also von hier. Von der mecklenburgischen Schweiz aus. In gleicher Weise schmückten andere, vor und nach Reuter, ihre Kränze für diese schöne Welt. Wilhelm Raabe, Theodor Fontane, Johann Heinrich von Thünen, Uwe Jonsson. Eine Kulturlandschaft mit langer Geschichte, wunderschönen alten Flecken, Dörfern und Städten. Die Barlachstadt Güstrow. Bützow, die Stadt an der Warnow. Der Luftkurort Krakau am See. Die Hansestadt Demmin. Teterow, Malchin, Altentreptow. Und vieles mehr. Städte wie Landschaften bieten den Touristen, Urlaubern und Freizeitaktiven viel Einmaliges. Durchstreifen wir diese schöne Region mit ihren schon heute so beliebten Zielen. Die vorpommerschen Flussniederungen, die Täler der Peene, der Tollense, Trebel und des Augrabens. Die Romantik des Maritimen kommt hier auf, bis hinein in den Peenehafen der Hansestadt Demmin. Der Kummerower See. Er gehört zu den größten und schönsten Deutschlands. Dies gilt für alle Jahreszeiten. Besonders beeindruckend das nordöstliche vorpommersche Ufer mit einmaliger Steilküste, 35 Meter hoch. Die herrlichen Bademöglichkeiten im Sommer.
die Biotope am westlichen mecklenburgischen Ufer. In der mecklenburgischen Schweiz wie in der vorpommerschen Flusslandschaft kann man vielfältig Natur pur erleben, Flora und Fauna. Auf der Pirsch, Tierbeobachtungen in märchenhafter Natur. Einmal frühmorgens der Natur zu hören. Oder den Fischern bei ihrer Arbeit zuschauen. Ein enormer Fischreichtum, nicht nur hier am Teterower See, sondern in allen Gewässern der Region. Peene, Trebel und Tollense beispielsweise bieten europaweit einen fast einmaligen Artenreichtum. Auf der Insel des reizvollen Teterower Sees eine bedeutende Burganlage aus slawischer Zeit. Teterow ist geografischer Mittelpunkt Mecklenburg-Vorpommerns. Imposante mittelalterliche Stadttore, das Rostocker und das Malchiner Tor. Hier ist das wertvolle Stadtmuseum zu Hause. Alljährlich feiern die Teterower mit ihren Gästen das berühmte Hechtfest. Der Hechtbrunnen erinnert wie auch das Fest an Schildbürgergeschichten der Teterower. Zu Pfingsten finden sich in jedem Jahr zehntausende Sportfans ein. Auf der schönsten Grasrennbahn Europas bestimmt dann das Getöse des internationalen Bergringrennens Teterow das Leben der Stadt. Zwischen Kummerow und Malchiner See, die alte Ackerbürgerstadt Malchin. Einst tagte im alten Rathaus Malchin der Mecklenburgische Landtag im Wechsel mit der Kleinstadt Sternberg. Eine interessante und reiche Ausstattung in der Pfarrkirche St. Johannes, unter anderem nach der Pfarrkirche in Güstrow, der bedeutendste Flügelaltar in Mecklenburg. Und eine beeindruckende Barockorgel um 1780. Zwei wunderschöne Stadttore aus dem 15. Jahrhundert, das Steintor und das Karländische Tor schmücken die Stadt. Güstrow, die schöne alte Kultur- und Kunststadt, oft auch als Paradies oder Herz des Nordens benannt. Diese reizvolle Stadt zeigt sich den jährlich hunderttausenden Besuchern vielfältig, mit ihren stilvollen Häusern, Straßen, Ecken und Winkeln. Eine dominante, fast 800-jährige historische Stadt. Heute eine der Modellstädte Mecklenburg-Vorpommerns. Die unmittelbare Umgebung der Stadt mit dem noch ursprünglichen Nebeltal, den Heidbergen oder dem großen Inselsee. Das berühmte Inselseefest zieht jährlich im Juli unzählige Besucher aus nah und fern an. In den Heidbergen der Natur- und Umweltpark ein Besuchermagnet, herrliche Tierbeobachtungen und Freizeitangebote. Das Schloss Güstrow. Sein gesamtes Ensemble, eines der sehenswertesten norddeutschen Renaissance-Schlösser. Ein Höhepunkt für jeden Besucher. Empfehlenswert das Schlossmuseum mit seinen gewichtigen Ausstellungen. Das Stadtmuseum, bereits 1892 gegründet, informiert über die Geschichte Güstrows, über bedeutende Güstrower wie John Brinkmann, Georg Friedrich Kersting. Unübertroffen das Erbe Barlachs, der große deutsche Bildhauer und Humanist dieses Jahrhunderts. Seine Werke werden heute durch die Barlach-Stiftung Güstrow gepflegt,
im Atelierhaus am Inselsee und in der Gertrudenkapelle nahe dem Zentrum der Stadt, Barlachs vertrautester Ort. Imponierend der Dom, das älteste Gebäude Güstrows. Die Stadt- und Pfarrkirche St. Marien mit dem berühmten Bormann-Altar. Die städtebauliche Paradefront des Rathauses in Empireform. Die schöne, vielfältig erhaltene und schon umfangreich restaurierte Altstadt. Alle Städte der Region eingebettet in wunderschöner Natur. Die Reuterstadt Staffenhagen ist weit bekannt durch Fritz Reuter, 1810 bis 1874. Er wurde im ehemaligen Rathaus, sein Vater war hier Bürgermeister, geboren. Seit 1960 ist dieses Gebäude ein bekanntes Literaturmuseum mit einer ständigen Ausstellung zum Leben und Werk des Dichters. Reuter liebte sein Land, seine Menschen, die Natur. Besonders die Eichen hatten es ihm angetan. Die Reutereiche, von ihm in Staffenhagen eigenhändig gepflanzt, ein Vermächtnis. Gern weilte er bei den tausendjährigen Ivenacker Eichen. Dichterisch verneigte er sich vor diesen geschichtsträchtigen Riesen. Ich weid einen Eichbaum voll Knorren und voll Knast, ob denn fört kein Biel nicht und Äxt. Sein Borg ist so ruch und sein Holt ist so fast, als wir einmal band und behext. Nix hätt em Dorn. Hei ward noch Storn, wenn wäre mal tausend von Joren vergorn. Fritz Reuter aus Hannenüte. Schon zu Reuters Zeiten und früher war der Ivenacker Forst ein weitläufiger Damwildtiergarten. Vor allem im Herbst kann man das interessante Imponiergehabe der Tiere beobachten. Reizvoll die Dörfer der Region, eingebettet in friedvolle Weiden, ihre urigen Straßen, fleißige Menschen. Die historische Herkunft vieler aus wendischer Zeit. Noch heute verraten es die Dorfnamen, zum Beispiel Polchow, Türkow, Qualitz, Dahlwitz. Auch Tello gehört zu ihnen. In Tello befindet sich das weltweit bekannte Thünenmuseum. Es gibt einen umfassenden Einblick in das Leben und Werk des Agrarwissenschaftlers Johann Heinrich von Thünen. Eine Parkanlage, wie häufig in den alten Gutsdörfern, reizvoll für Muße, Erholung, Naturverbundenheit. Festliches Treiben in Klein-Upal. Wer ist der beste Eselstreiber? Und noch einmal der Hinweis. Eine gepflegte Dorfanlage mit alten landwirtschaftlichen Geräten und modernen ökologischen Musterhäusern. Alljährlich ein weit bekanntes Heimatfest im Frühjahr, das unzählige Einheimische und Touristen anzieht. Am schönen Malchiner See, das alte und oft besuchte Dörfchen Basedow. Die jährliche Ballonfiesta, ein imposantes und interessantes Spektakel. Das alte Schloss mit interessanten Terrakotten.
Im Park, der die Handschrift des Landschaftsgestalters Peter Josef Lenés trägt, sein Denkmal. In vielen Parks dieser Region hat er gewirkt. So zum Beispiel in denen der Schlösser Remplin, Gülz, Leistenow, Kittendorf, Kartlo. Fantasieanregend, wie sich die Region dekoriert und schmückt. Der Nymphenbrunnen der Burg Schlitz im Jugendstil, mit seiner interessanten Vergangenheit. Eines der Hauptziele aller Besucher. Drei aus Bronze geschaffene Nymphen tanzen hier Jahr ein Jahr aus ihren ausgelassenen Reigen. Weitere prächtige Parks laden ein. So in Kittendorf, der ausgedehnte und anmutige Landschaftspark. In Kartlo, der alte Schlosspark. Der lehrreiche Schlossgarten Blöcherhof besticht mit interessanten Gehölzen und Bäumen. Wir sind in Krakow am See. Ein anmutiger Luftkurort begrüßt uns, mit natürlichem Flair, umgeben von anmutigen Hügeln, schönen Wäldern und vor allen Dingen mit viel Wasser, herrlichen Seen. Während des traditionellen Fischerfestes wird viel Show und Unterhaltung geboten und die gepflegte Uferpromenade zur Tribüne. Die Synagoge in Krakow, ein ehemaliges jüdisches Gotteshaus, wurde umfassend restauriert und dient heute dem Kulturverein für interessante Ausstellungen und Veranstaltungen. Am Eingang des Nebeltales bei Kuchelmiss seine alte Wassermühle, ein vollständig und anspruchsvoll restauriertes technisches Denkmal. Auf den Spuren kultureller oder technischer Denkmäler, aktive Freizeitgestaltung, viel wird geboten. In Alt-Samit ein romantisch gelegener Reiterhof. Er lädt die Freunde des Reitsports auf Reitwegen in Waldesluft ein. Ein Tipp für Wanderer per Rad und auf Schustersrappen. Die kleine Seenplatte zwischen Dobbertin, Lohmen und Güstrow am Rande der Schwinzer Heide. Liebevoll sprechen viele hier von der kleinen Schweiz. Ein Landschaftshighlight auch das Recknitztal nordöstlich Güstrows. Hier ausgedehnte Wanderungen zu unternehmen lohnt sich sehr. Eine weitläufige, anspruchsvoll restaurierte Gutsanlage dient älteren Menschen als Ferienziel und Wohnanlage. Eine ideale Kombination. Wohnen in historischen Gebäuden und herrlicher Natur. Westlich der Mecklenburgischen Schweiz die alte, geschichtsträchtige Warnow-Stadt Bützow. Das Land Butissow wird schon seit dem 11. Jahrhundert erwähnt und bereits ab 1239 war die Stadt Bischofssitz und im 18. Jahrhundert sogar Universitätsstadt. Der Marktplatz mit dem neugotischen Rathaus bildet das Zentrum der Stadt. Einstmals führte ein Streit über Gänse in der Stadt zum Gänsekrieg. Der Gänsebrunnen auf dem Marktplatz und ein Volksfest halten dies unvergessen. Die Stiftskirche St. Marien aus dem 13. Jahrhundert mit beachtlicher Ausstattung. Besonders interessant der ehemalige Hochaltar von 1503. Im Mittelteil im Schrein ein geschnitzter Marientod. Die Kanzel mit reichem Spätrenaissance-Schnitzwerk. Das Bronzetaufbecken aus dem 14. Jahrhundert. Überhaupt gehören die alten Kirchen der Region zum kulturellen Reichtum überall im Land. Imponierende gotische Backsteinbauten, häufig auch mit Feldsteinfundamenten und altem Fachwerk, so zum Beispiel Kittendorf mit Glocke von 1288. Die Klosterkirche in Ferchen. Die Dorfkirche in Kummerow, die Gutskirche Remplin oder die Kirche in Lage. Mecklenburg ist eine Inspiration für viele Kunstschaffende. Das Kunsthandwerk und das künstlerische Wirken ist weit verbreitet und knüpft an Traditionen an. Reizvoll, interessant, kulturvoll, zum Schauen und auch zum Mitmachen. Die Atelierhäuser, Bildhauereien, Malerwerkstätten oder Töpfereien verstreut über die gesamte Region. Musik
weiter in unserer Städtereise. Eine ländliche Stadtidylle im alten Städtchen mit Kirche von 1281, Neukahlen. Die Peene, der Hafen, die Nähe des Kummerower Sees, Ausflugsfahrten, einfach herrlich. Längst kein Geheimtipp mehr sind die Ruinen des Zisterzienserklosters, der Kirche St. Marien und des Schlosses Dargun. Hier Konzerte zu erleben, unvergessliche Momente. Der Klostersee im Ort mit Verbindung zum Kummerower See gibt der Stadt einen maritimen Reiz. Auch die Reste einer ehemaligen germanischen Burganlage lohnen zum Besuch. Bekannt ist Dargun auch durch sein gutes Bier, das Klosterbräu. Das alte Handwerkerstädtchen Gneuen, blitzsauber. Alte Windmühlen, wie geschaffen zu Festen. Berühmt das Gneuener Mühlenfest. Ein ganz besonderes Flair besitzt Demmin, inmitten des vorpommerschen Marschenlandes. Hier vereinen sich die Flüsse Peene, Trebel und Tollense. Ja, viele Wege führen hierher, zu Lande und zu Wasser. Durch die Bundeswasserstraße Peene ist Demmin mit der Ostsee verbunden und als Hansestadt seit Jahrhunderten weit bekannt. Mächtige Speicher am Peenehafen sind dafür Zeitzeugen. Demmin war einst im 10. und 11. Jahrhundert eine slawische Frühstadt. Die einstige Burg Haus Demmin ging daraus hervor. Im 12. und 13. Jahrhundert dann war Haus Demmin Sitz pommerscher Herzöge. Von den ehemals 27 Türmen und Toren der Stadt sind heute noch das Luisentor und der Pulverturm erhalten. St. Bartholomä. Weit der Blick ins Land vom 90 Meter hohen Turm, hin nach Lötz. Der mecklenburgische Ritter Detlef von Gardebusch verlieh 1242 der Siedlung das Stadtrecht. Gern besucht werden St. Marien aus dem 12. und das Steintor aus dem 14. Jahrhundert. Eine Fahrt auf der Peene von Lötz aus durch die Wiesen und Auen, durch die anmutige Flusslandschaft ist immer ein spannendes Ereignis. Altentreptow im grünen und urigen Tollensetal. Das Naturdenkmal Großer Stein ist ein Magnet für viele Touristen. Der größte Findling Norddeutschlands mit einem Umfang von 23 Metern. Alte Stadttürme der einstigen Stadtfeste und die Pfarrkirche St. Petri lohnen sehr zum Besuch. Auch hier in Altentreptow lebte Fritz Reuter als Privat- und Turnlehrer. An der Peene, einer der ältesten Städte Vorpommerns, Jarmen. Ein Tipp, die einzigartigen Moorbiotope in der Nähe von Jarmen. Ja, in der Tat einmalig die vorpommersche Flusslandschaft östlich der Mecklenburgischen Schweiz mit ihren Flüssen, Tälern und Niederungen von Peene, Tollense, Trebel und Augraben. Der entstehende Naturerlebnispark Tollensetal bietet Bibern und vielen weiteren seltenen Arten eine Heimat. Ein Eldorado besonderer Art. Schöne Hotels, wie hier zum Beispiel im Trebeltal, laden ein. Moderne Freizeitangebote für sportliche und Aktivurlauber. Kraftvoll herausfordern, Sport treiben oder geruhsam wandern, Radfahren oder Reiten. Viele landwirtschaftliche Betriebe bieten Anspruchsvolles für Gäste und Urlauber. Ein vielfältiges Angebot für Landurlaub bis hin zur Kremserfahrt. Dies alles gehört hier dazu. Mecklenburgische Schweiz. Vorpommersche Flusslandschaft. Was macht diese Region so schön, so reizvoll, so beeindruckend und anziehend? Folgen wir den Gefühlen von Johann Kaspar Riesbeck,
der da unter anderem schwärmte: Von den Höhen schauen sie hinab auf hügeliges, von den Seen und Wäldern, von Wiesen, Feldern und Flüssen ausgefülltes Gelände. Bunt und sanft, greifbar nahe und doch scheinbar ins Unendliche verlaufend. Und sie werden sich fragen: Mein Gott, hat man solch ein Land nicht längst verloren geglaubt, in diesem lärmenden Europa? Die Bodenstruktur dieser Region verdanken wir der freundlichen Hinterlassenschaft der letzten Eiszeit. Die letzten Gletscherzuckungen schoben und stauchten die Höhenketten auf, die sogenannten Endmoränen. So entstand hier im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns eine einmalige Landschaftsstruktur. Seit vielen, vielen Generationen schufen die Menschen hier ein erlebenswertes Kulturland. Alte Bodendenkmäler weisen auf über 10.000 Jahre Zivilisation hin. Der natürliche Reichtum und das allerorts Geschaffene verbinden sich zu einer anziehenden und reizenden touristischen Erlebniswelt. Die Region lädt ein. Wandere auf dem Rad, auf dem Wasser, per Schuh finden hier ihre Erfüllung. Schlösser und Burgen erleben. Das Erlebnis, in einem der noblen Herrenhäuser oder Schlösser gar zu wohnen. Traditionelle Sitten und Bräuche kann man auf vielen Veranstaltungen erleben. Festliche und anspruchsvolle Konzerte. Nach Herzenslust baden oder angeln, hoch zu Ross das Land durchstreifen und vieles andere mehr sind die Offerten. Dem Tatendrang oder der Muße sind keine Grenzen gesetzt in dieser schönen Landschaftsregion inmitten von Mecklenburg-Vorpommern. Ein Land zum Leben und Lieben, zum Wohlsein. Zum Freizeitgestalten und Urlaub machen. Bei herzlichen Menschen.